Mein heutiger Gast im Dialog ist Frank Schirmacher. Der Feuilletonchef und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gilt manchem als Deutschlands Meinungsmacher Nummer 1. Nun ist er in eine etwas überraschende Rolle geschlüpft, die des schärfsten Kritikers des Kapitalismus. In seinem Buch Ego, in Artikeln, stellt er die Frage, hat die Linke am Ende doch recht? Herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Tag, Herr Schier. Hier haben wir Ihr neues Buch, Ego, das Spiel des Lebens, auf Anhieb auf Platz 1 der Bestsellerliste gestürmt. Warum ist das Leben ein Spiel? Das Wort Spiel des Lebens habe ich übernommen. Das ist ein Begriff, den sich Mathematiker und Ökonomen überlegt haben. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes als Regeln, die die aufgestellt haben, wie Menschen miteinander funktionieren. Wir beide also, nach dem Spiel des Lebens, um das es hier geht, würden in diesem Spiel davon ausgehen, dass jeder von uns beiden nur an sich denkt. Dass überhaupt nur jeder an sich denkt, hat den Vorteil, dass man das dann nämlich in eine mathematische Formel bringen kann. Und aufgrund dieser Annahme, dass sie nur an sich denken und ihren Vorteil suchen, konstruieren wir ein Spiel, das wir dann entweder einmal im Leben miteinander spielen, wenn wir uns treffen und nie wiedersehen, oder immer wieder. Jetzt ist ja die Spieltheorie, auf die Sie da rekurrieren, zunächst mal eine ganz harmlose Theorie. Der letzte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ging an einen Spieltheoretiker. Der hat da mit Hilfe der Spieltheorie ein Modell entwickelt, wie man Nierenspenden bei Organtransplantationen besser, effektiver, sinnvoller verteilen kann. Das ist doch bestenfalls harmlos. Ja, also es gibt natürlich viele Versionen der Spieltheorie, worum es hier geht und für uns, glaube ich, auch in Europa geht, ist eine bestimmte und sehr mächtige und sehr wichtige Variation, vielleicht die grundlegende, die zusammenhängt mit einem Mann, den wir alle aus dem Kino kennen, John Nash, der Beautiful Mind, der sie in den 50er Jahren entwickelt hat. Sie müssen, sonst wird es so abstrakt, sich einfach vorstellen, es gibt zwei Arten von Spielen, die Menschen miteinander nach dieser Theorie spielen. Das eine ist das einmalige Spiel. Das ist ein Spiel, wo wir uns tatsächlich nicht wiedersehen. Und vor allen Dingen, und auf die Idee muss man ja erstmal kommen, auch nicht miteinander reden. Das heißt, wie ein Pokerspiel, wo wir nur durch Spielzüge zu verstehen geben, was wir vorhaben. Dazu zählen dann auch Bluffs, Tricks, was auch immer. Vorstellen kann man sich das sehr gut, denn da ist sie erfunden worden und dafür ist sie erfunden worden, im Kalten Krieg. Da gab es auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite die Amerikaner. Beide konnten nicht miteinander reden und wenn sie miteinander redeten, misstrauten sie sich. Können wir heute eine Abrüstungsinitiative starten? Wer weiß, ob die Russen wirklich abrüsten? Und dann war diese Theorie ganz hilfreich, weil sie ein Modell entwickelt hatte, das sagte, beide haben auf alle Fälle ein Interesse. Sie wollen nicht durch die Atombombe vernichtet werden, die der andere hat, selbst wenn sie den ersten Schlag machen. Aus diesem Modell entwickelte sich dann das, worum es auch in diesem Buch geht, ein bestimmtes Denkgebäude, das dann in den 80er Jahren, in den 90er Jahren ganz wichtig wurde in der Ökonomie und in der digitalen Gesellschaft. Sie beschreiben unsere Gesellschaft relativ düster. Wir schauen noch mal auf das Buch. Zunächst mal schwarzer Umschlag, sehr, sehr düster, trifft sich auch in der Tonlage. Und wenn wir dann genauer hinschauen, da ist da hier so ein kleines Männchen, das wie an Marionettenfäden hängt. Warum bin ich in meinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt? Warum bin ich eine Marionette, nur weil da irgendwelche Banker oder kalten Krieger mit einem etwas simplen Modell hantieren? Sie sind es gar nicht. Und wir beide wissen voneinander, dass wir ein vielschichtige Persönlichkeiten sind. Das ist es ja. Das hätten die auch früher immer gesagt. Die haben immer gesagt, es ist ein Modell für bestimmte Entscheidungssituationen. Wenn wir uns gegenüberstehen, wissen wir, natürlich haben sie viele Antriebe, viele Motivationen. Das Problem ist nur, in dem Augenblick, wo sie von anderen in der digitalen Welt gelesen werden, zum Beispiel einen Kredit wollen von der Bank, ändert sich das. In dem Augenblick, das nenne ich ja Nummer zwei, interessieren die sich nicht für sie als Gesamtpersönlichkeit, sondern dann werden in diesem Fall wirklich mittlerweile sehr mächtige digitale Systeme angewandt. Die schauen sich an,
was schreibt er auf Facebook, was wissen wir von ihm aus dem Internet, wie können wir ihn auf eine Formel bringen. Und die unterstellt immer nur eines, ihm geht es erstens um seinen eigenen Vorteil und zweitens, das ist das Entscheidende, das, was er uns sagt, stimmt eigentlich nicht. Er hat immer was zu verbergen. Das ist wie in einem immer das Bild des Pokerspiels. Ich will es mal ganz real sagen, was ja auch der Anlass dieses Buches war. Diese Marionette erleben wir gerade alle in der Eurokrise in einer Weise, wie sie sich niemand hätte vorstellen können. Wenn Sie sich gerade jetzt Zypern anschauen, was wir in Zypern erleben, man muss das mal ein bisschen sich zurücklehnen und mit naivem Blick sich anschauen. Wir haben uns daran so gewöhnt, dass permanent gesagt wird, Stichwort scheitert der Euro, scheitert Europa, alles oder nichts. Es ist ein Spiel entstanden, in dem es immer darum geht, zu sagen, wir müssen aufs Ganze gehen. Und wenn da nicht mitgespielt wird, gibt es eine Apokalypse oder eine Katastrophe. Das war ja nicht ich, der das gesagt hat, das waren ja Politiker. Jetzt wird Zypern selber spielt auch mit. Wir werden jetzt sehen, das sagen ja auch alle, ist ein Pokerspiel. Diese Form einer fast existenziellen Aufeinanderpreschen von alternativlosen Modellen, there is no alternative, gab es nicht in den 80er, 90er Jahren. Das ist etwas ganz Neues. Und wenn man daran denkt, dass ein Mann wie Warren Buffett, ich bin jetzt noch bei den Finanzmärkten, von Massenvernichtungswaffen gesprochen hat. Das hat er ja schon im frühen 21. Jahrhundert gesagt. Dass permanent solche Metaphern wie, ich zitiere Frau Merkel, wir stehen am Abgrund, dass permanent Metaphern aus der Nuklearwelt kommen, dann wird einem klar, das, was im Kalten Krieg die Atombombe war, als Mittel sozusagen oder als Bedrohung, mit der man irgendwie umgehen musste, sind jetzt Finanzmärkte, entfesselte Finanzmärkte, die über ihre eigenen Massenvernichtungswaffen verfügen und für die jetzt dieses spieltheoretische Modell total, wie die glauben, gut funktioniert. Der Preis ist aber sehr hoch. Ich versuche das noch mal zu verstehen. Da gibt es also ein Modell, das die Menschen etwas simplifiziert, wie es ja, by the way, eigentlich alle Modelle machen. Also dieses Modell sagt, die Menschen handeln im Prinzip vernünftig und immer zu ihrem eigenen Vorteil. Dieses Modell beschreibt die Menschen vielleicht unzureichend, vielleicht sogar falsch, aber wo hat denn dieses Modell die Weltherrschaft übernommen? Also ein Modell beschreibt und wenn es die Welt falsch beschreibt, dann kann es mir egal sein, dann wird dieses Modell am Ende scheitern und sich keiner mehr dran orientieren. Ja, Sie sagen aber, das Modell hat die Macht übernommen. Ja, es hat die Macht übernommen und scheitert. Das ist ja genau das, was wir jetzt gerade erleben. Ich glaube, man kann es sich so klar machen. Und das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Und dann komme ich gleich zu dem sogenannten Modell zurück. Wenn Sie sagen, es gibt eine Denkschule, die den Egoismus für ein sehr gutes Mittel hält, Menschen zu erklären, würden wir beide immer sagen, okay, macht es. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und außerdem wissen wir alle, Menschen sind egoistisch. Der große Unterschied ist nur, es ist ein Riesenunterschied, ob Sie sagen, wir beide sind auch Egoisten oder der Mensch ist egoistisch. Oder ob Sie sagen, es ist vernünftig, egoistisch zu sein. In dem einen Fall ist es eine Beschreibung des Menschen, im anderen ist es eine Maxime. Und diese Spieltheorie war nur ein Element davon, dieses neoliberale Denken, denn das ist der Kern des neoliberalen Denkens, ist etwas, was ein Bruch ist mit einer fast auch europäischen Tradition. Ich sage nur Immanuel Kant, handle stets so, dass dein Handeln zur Gesetzgebung aller werden kann. Wenn es vernünftig ist, egoistisch zu werden, werden Sie auch erleben, was wir erlebt haben, dass zum Beispiel die großen Spieler in dem Spiel nie ein schlechtes Gewissen haben. Weil es eine, in Amerika ist es ja nun fast, Ayn Rand und andere Autoren sind dafür ja legendär geworden, Alan Greenspan ist da sozialisiert worden, gehört das ja fast zum guten Ton. Und dass das Modell, sozusagen, Sie sagen ja, dann scheitert es. Ich sehe ja auch, was kritisiert wird, wenn ich diese These aufstelle, wenn ich sage, nein, es ist, scheitert zwar, aber wir sind immer noch dabei. Nicht ich war es, nicht Sie war es, nicht Phoenix war es, nicht die FAZ war es, die gesagt hat, dieses System funktioniert nicht mehr. Es war Alan Greenspan vor dem amerikanischen Kongress, der sagte, das gesamte Denkgebäude ist zusammengebrochen. Und dennoch hat sich nichts getan. Darf ich mal einhaken? War es nicht immer schon Grundlage marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Denkens, dass man sagt, der Markt ist in der Lage, das egoistische Verhalten des Einzelnen zu übersetzen
im Sinne eines höheren, einer Art Schwarmintelligenz, die dann für alle zum Guten führt. Genau. Und darum ist das war doch schon immer die Grundlage des Kapitalismus und nicht erst seit der Spieltheorie. Also seit 200 Jahren basiert der Kapitalismus darauf, dass die Menschen egoistisch sind und dass man das zulässt. Also was Sie beschreiben ist genau, Hayek ist da ja die Zentralfigur, ist genau das Modell des Marktes. Der Markt ist eine Art riesiger Informationsprozessor, der die unterschiedlichen Interessen ausgleicht, der dann selbst den Egoismus in irgendeiner Weise steuert. Das war, Sie haben es selber vorhin gesagt, ein Modell. Alle, die das entwickelt haben, sagten, es ist auch nur ein Modell. Es ist nicht die wirkliche Erklärung von sozusagen den Menschen aus Fleisch und Blut. Das Problem ist nur, sie haben immer zwei Arten, einen neuen Gedanken in die Welt zu bekommen. Der eine ist durch Bücher, der andere ist durch Technologien. Wenn eine Technologie da ist, verändert sich plötzlich alles. Und das, was die damals beschrieben haben, sie sagen seit 200 Jahren, ich würde eher sagen seit den 20er Jahren, war in sich fast schon eine Art Automat vor der Erfindung des Computers, nämlich ein automatisierter Mensch in Märkten, der nur sein Interesse verfolgt und dieses Interesse dann irgendwie zu seinen Gunsten wendet. Jetzt kam der Computer. Im Kalten Krieg, aus guten Gründen, der war nämlich eine Maschine, um das zu, sozusagen zu berechnen, was Menschen wollen, wenn man sie reduziert auf das, was, auf, die nennen das die Präferenz. Tut heute übrigens jedes iPhone. Das ist gar nicht, das merken wir gar nicht mehr. Google sagt uns dauernd, was wir wollen. Amazon sagt uns dauernd, was wir wollen. Das ist die neue digitale Technologie. Und dann ändert sich alles. Dann ist es nicht mehr eine Frage von, das ist ein Modell, das man mal anwenden kann oder nicht, sondern wird das gesamte soziale Leben zu so einem. Das Modell wird die Wirklichkeit. Und ich sage ja noch nicht, dass es soweit ist. Aber was ich sage, und darauf bestehe ich auch, es ist passiert. Und es ist passiert an allererster Stelle bei den ersten automatisierten Märkten. Wir reden überhaupt nicht mehr von den Märkten, die Sie beschreiben, nämlich den Hochfrequenzbörsen in den USA und an der Wall Street. Das sind Börsen, die nach diesen Modellen konstruiert sind, die in Nanosekunden Entscheidungen treffen. Und die, Scott Patterson hat das, ein amerikanischer großer Wirtschaftsjournalist, sehr genau beschrieben, die nach diesen Modellen, er nennt es eine Tragödie des Gemeinwohls, tatsächlich auf andere Marktteilnehmer, die sie auch nie wiedersehen werden, genauso reagieren. Der macht einen Spielzug, der will mich betrügen, der will mich über den Tisch ziehen. Und wenn er mich über den Tisch zieht, muss ich ihm zuvorkommen und so weiter. Und das sind die Märkte, auf die Frau Merkel heute reagiert. Das ist das, was wir uns eingekauft haben, wenn wir alle, ich sehe ja Phoenix immer gerne, nach den großen Cannes oder was auch immer, Sitzung der EU. Und ich finde auch toll, wie die Korrespondenten es schaffen, es irgendwie noch auf einen Begriff zu bringen. Aber wir alle haben gemerkt, Sie bestimmt auch, dass die Art und Weise, wie Politiker heute reden, sich massiv verändert hat. Reden die eigentlich noch zu Öffentlichkeiten? Oder sind die selber schon im Spiel und reden um die Ecke, das sagen die ja zum Teil selber, um, wie es heißt, Märkte zu beruhigen? Das heißt, wir sind abgewichen in einer Demokratie ganz wesentlich von einer direkten Kommunikation mit der Bevölkerung. Wenn Herr Schäuble sagt, die Euro-Krise ist vorbei, sagt er uns das eigentlich? Stimmt es eigentlich? Oder ist das selber nur wieder ein Spielzug, um den Märkten etwas zu signalisieren? Und in dem Buch beschreibe ich ja mindestens drei Beispiele, wo das genauso gewesen ist, wo eine Investmentbank ihren Kunden empfiehlt, schauen Sie sich genau an, was damals war Sarkozy noch an der Macht, was Merkel tut, was Sarkozy tut, was Berlusconi tut. Wir geben Ihnen ein spieltheoretisches Modell, denn nichts von dem, was Sie sagen, entspricht der Wahrheit. Es ist alles nur noch ein Spiel. Und in diesem Spiel können wir einen Profit machen. Und das ist das, was mich als Bürgerlicher irritiert, weil ich nicht finde, dass es demokratisch ist. Jetzt reden Sie ja in diesem Buch sehr häufig von Monstern. Ich versuche mal zu verstehen, wer sind denn diese Monster? Sind das die Banken, CIA, Globalisierung? Das Wort Monster, ich habe da ja ein ganzes Kapitel, weil mir schon klar ist, dass wenn ich das jetzt mache, das heißt, der ist ein Apokalyptiker, das wollen wir mal festhalten. Das Wort Monster stammt, es war fast die letzte relevante Aussage des Bundespräsidenten Horst Köhler, seines Zeichens eines einer der mächtigsten Ökonomen des Landes. Der Nobelpreisträger Stiglitz redete von frankensteinischen Labors an der Wall Street. Ich nehme diese Sätze einfach nur ernst, diese Aussagen, und sage, wie kommt man eigentlich auf Monster? Und dann bin ich in der Geschichte ein bisschen nachgegangen. Und dann, das ist ja zunächst mal auch historisch ganz interessant, sehen Sie, dass Menschen in dem Moment, als die Moderne entstand, ab dem 19. Jahrhundert, ihre großen Monsterfiguren, ob das Dracula ist, ob das Frankenstein ist,
ob das irgendwelche Jekylls und Mr. Hyde sind. Das ist ja wirklich interessant. Die waren alle ökonomische Monster. Das kann man ja im Detail da sehen, wie wenn Dracula gepikst wird, kommt Gold aus seiner Weste und so weiter. Also das kann man alles. Das heißt, das war immer schon so ein Gefühl, irgendwas wird hier monströs. Im 21. Mhm. Jahrhundert fangen jetzt an, sehr nüchterne Menschen dieses Bild wieder zu verwenden. Autoren des Internationalen Währungsfonds haben eine Totalabrechnung mit diesem Bild des Menschen als egoistischem handelnden Marktteilnehmer veröffentlicht, 20 Seiten, und haben gesagt, wir empfehlen jetzt endlich der Ökonomie ein anderes Bild des Menschen und schlagen vor, was schlagen sie vor? Wieder eine Figur aus einer Horrorgeschichte. Das heißt, Monster, und darum muss man das ganz cool sehen, ist immer dann ein Begriff in der Gesellschaft, wenn es einen Bruch gibt zwischen der Welt des Sozialen, der Gesellschaft und der Welt der Natur. Hier wird etwas als natürlich verkauft, nämlich dieses Egoistische, als etwas, was fast genetisch in uns programmiert ist, was erkennbar nicht mit der Welt des Sozialen zusammen. Und darum, glaube ich, entstehen Monster. Das ist der Bruch. Ich versuche das jetzt also zu verstehen, dieses Modell, das den Menschen so reduziert auf egoistisches Handeln, hat im Ergebnis dazu geführt, dass die Politik und viele andere Akteure gar nicht mehr anders handeln können als egoistisch. War das nicht immer schon so, dass Menschen egoistisch gehandelt haben? Der Egoismus, also ich sage noch einmal, der Unterschied ist die Frage, ist es vernünftig? Dass die egoistisch handeln, ist nicht das Problem. Ich zitiere in dem Buch einen der frühen Kritiker dieses Denkens, das, von dem wir alle nie angenommen hätten, dass es in Europa so Fuß fasst. Der sagte, der verglich das Spiel, er sagte, das ist es nämlich, es ist kein Schachspiel, sondern es ist ein sogenanntes verdecktes Spiel. Wir beide haben Karten, also Poker, und wir wissen nicht, was der andere hat und müssen jetzt also versuchen herauszufinden, wo die Wahrheit liegt. Und der sagt, wer in einer solchen Kultur aufwächst, das sei klar voraus, wird eine Gesellschaft schaffen, in der es wahnsinnige psychische Probleme gibt und wahnsinnige Verwerfungen. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass Regierungen egoistisch handeln. Wenn sie es nur täten, dann wären wir ja wenigstens, da könnten wir damit umgehen. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich will das und das, 1:1, aber das tun sie nicht, sondern was sie machen, ist eine indirekte, also sagen sie adressieren ihre Bevölkerung, noch nicht mal ihre Parlamente. Das Bundesverfassungsgericht musste zweimal eingreifen, damit das Parlament überhaupt gehört wurde. Das heißt, sie sind in einem totalen Austausch mit künstlichen Märkten, denn das sind vor allen Dingen die modernen Finanzmärkte, und zwingen dazu, ich würde jetzt mal pathetisch sagen, die Wahrheit wird verstellt. Und Sie können, ich will es noch mal ganz praktisch sagen, was sozusagen, wenn das Bild, was ich ja verwende, wir sind in einer Phase des ökonomischen Kalten Krieges, dann könnte man ja an unsere Geschichte zurückdenken, Stichwort Willy Brandt. Egon Bahr war ja unlängst bei Ihnen, hat von Willy Brandt, der Entspannungspolitiker. Was würde denn jetzt, nachdem es nicht mehr den Kalten Krieg gibt, sondern den Kalten Krieg der Ökonomie gibt, was würde denn so ein charismatischer Entspannungspolitiker dann heute machen? Denn das wäre das, was wir brauchen. Und das ist das, was wir nicht haben. Er würde sagen, ich erinnere an Willy Brandts berühmte Rede zu Ostverträgen, nichts, was aufgegeben wird, ist nicht schon längst verspielt. Er würde sagen, das Geld ist weg, liebe Leute, aber wir können daraus, aus dem Opfer, in Anführungszeichen, das wir gebracht haben, etwas Neues bauen. Nämlich endlich ein stabiles Europa. Das wäre zum Beispiel etwas, was gegen diese ganze Spielsituation, in der wir sind, etwas Positives und, wie ich auch finde, Wahrhaftiges setzen würde. Zu sagen, es wird ja auch von vielen gefordert, zu sagen, okay, wir wollen nicht dafür gehasst werden, wie es gerade passiert. Das sind alle Ergebnisse meiner Meinung nach verdeckter Spiele. Das ist ja völlig, in keinem Lehrbuch wäre das so vorausgesehen worden, dass wir eigentlich ja auch viel geben, aber dafür das ganze Kontinent zu zerfallen scheint. Warum? Weil man sich nicht rausbewegt aus der Spiellogik dieses Egoismus und dieses Bluffs und sagt, hör zu, wir geben Souveränitätsrechte ab, wir wollen ein starkes Europa, das dann auch Fiskalautorität hat und so weiter. Das wäre die Vision. Das wäre sozusagen der Willy Brandt, wenn Sie so wollen, ob der jetzt aus der CDU kommt oder der SPD, dieser neuen Zeit. Und ich glaube, dass die Geschichte in diese Richtung gehen wird. Wir werden so etwas bauen. Wir brauchen eine Vision, weil Europa hat eine andere Tradition. Das ist das Tolle. Ich finde, die ganze Krise zeigt doch, wir sind nicht in dieser, die ist sehr amerikanisch, und das ist nicht Anti-Amerikanismus, sondern diese Leute sind ja zum Teil gegen ihre eigenen Regierungen, die sind ja überhaupt gegen den Staat,
sondern die europäische Tradition, ich nenne nochmal Immanuel Kant, ist eine andere. Und das wäre eine große Chance, zu sagen, wir zahlen für etwas, wie damals eben auch, was uns am Ende allen nutzen wird, aber nicht aus egoistischem Interesse, sondern weil wir noch andere Werte haben. Jetzt hat man Ihr Buch und Ihre Artikel auch verstanden als sehr scharfe Kritik am Kapitalismus. Und Sie haben ja auch das provoziert, indem Sie in den Raum gestellt haben, hat die Linke am Ende doch recht? Dann frage ich mal nach, mit was hat denn die Linke recht? Also sie hat, ich meine jetzt überhaupt linke Gesellschaftstheorie, mit der ich auch immer meine Schwierigkeiten hatte, weil ich aus einer Generation komme, die von ihren Lehrern da sehr getriezt wurde. Und ich muss aber sagen, ich zitiere ja, und das sollte einigen schon zu denken geben, mit diesem Satz hat die Linke nicht doch recht, einen der konservativsten Thatcher-Biografen Großbritanniens. Die Frage ist nämlich in ihrem Gesellschaftsverständnis, in ihrer Analyse einer Gesellschaft, können wir wirklich zulassen, das, was wir jetzt nämlich geschafft haben, Gesellschaften nur noch über Marktmechanismen zu erklären. Es ist ja so weit, mir wird ja auch entgegengehalten, es gibt doch Verhaltensökonomie, die den Menschen ja sozusagen noch mal anders. Also Verhaltensökonomie heißt nichts anderes, als ständig Anreize zu setzen. Das, was wir gerade über die Boni. Das heißt, da gibt es ein gesundes Getränk in der Kantine und ein ungesundes. Und durch Anreize, zum Beispiel Preis, das bringt man die Menschen dazu, etwas Gesundes zu trinken. Das ist aber die Totalökonomisierung von allem und jedem. Und darum sage ich, und ich sage das übrigens ganz klar mit Blick auf den Einzelnen, wir müssen, also gerade dass Journalisten das nicht sehen, deren, also ich rede jetzt nicht von Fernsehjournalisten, deren gesamte Systeme gerade implodieren, zumindest zu Beginn, aufgrund dieser neuen Informationsökonomie. Was haben wir denn erlebt? Wir haben erlebt, dass Erwachsen von Giganten, der deutsche Buchhandel, das deutsche Verlagswesen bricht gerade mehr oder minder halb zusammen wegen einem Giganten wie Amazon. Ich kann Google nennen, ich kann Apple nennen. So etwas stand ja alles nicht im Lehrbuch. Im Lehrbuch stand, wir kommen in eine Zeit, wenn das alles Markt ist und wir diese Modelle anwenden, wo jeder sich ermächtigt kann und alles werden kann und jeder die gleichen Chancen hat. Ich gehe da ja im zweiten Teil des Buches auf diese Idee an, dass der Mensch sich ständig optimieren muss. Also wir hatten die Selbstoptimierung der Märkte und jetzt sollen wir uns alle, es wird sehr weit gehen, sage ich, ich weiß, die Leute glauben das nicht, Selbstoptimierung wird Schönheitschirurgie beginnen, bei der Schilddrüse, die man genetisch modifiziert bekommt, ist heute schon möglich, weitergehen und bei der Persönlichkeit enden. Und diese Selbstoptimierung, ich beschreibe das an einem Beispiel, wir können das ja nur in Kürze machen, aber das ist vielleicht noch mal anschaulich. Einer der großen Analysten der Krise sagt, zwei Monate bevor Lehman in die Luft flog, war auf den Bestsellerlisten der USA eines der erfolgreichsten Bücher, eines, das auch in Deutschland noch immer ein Bestseller ist, The Secret. Ein Buch, in dem behauptet wird, was immer du dir wünschst, du kriegst es. Irre, ein irres Buch. Genau aber das, was die Ideologie ist. Ein YouTube-Video und du wirst weltberühmt. Und eine große Journalistin hat eine tolle, und ich glaube, damit ist ein Lebensgefühl getroffen, der heutigen Zeit, eine tolle Reportage gemacht, die hat gesagt, ich probiere es aus. Ist dann dahin, hat sich coachen lassen und dann sagt sie zu dem Coach, hör zu, es funktioniert nicht. Ich wünsche mir was, aber ich krieg's nicht. Da beugt er sich zu ihr runter und sagt, du meinst, es funktioniert nicht bei dir. Und dieses, es funktioniert nicht bei dir, dieses, dir steht die ganze Welt offen in dieser Informationsökonomie, aber wenn es nicht klappt, bist du selber nur schuld, das, ist das Neue. Das, was Sie da jetzt kritisieren, ist ja letztendlich der amerikanische Traum. Jeder kann alles werden, du kannst Präsident werden, es steckt in dir. Das ist natürlich offensichtlich eine Lüge, weil nicht jeder Präsident werden kann, weil es nur einer am Ende werden kann. Die Frage ist ja trotzdem, ob eine Gesellschaft nicht am Ende besser ist und die Menschen glücklicher sind in einer Gesellschaft, die nach diesem Leitbild, du kannst, es steckt in dir, du kannst das Beste aus dir rausholen, ob man mit so einer Philosophie nicht genau viel besser lebt, als mit einer Gesellschaft, in der man sagt, du hast eh keine Chance. Herr Schier, ich habe genau das, diese zweite Sache stimmt sowieso, das würde man ja nie sagen. Darum geht es ja gar nicht. Das ist natürlich geschickt, sozusagen, das wäre die Antwort. Wüsste man gerne eine Gesellschaft, die das sagt, also seit dem 20. Jahrhundert. Nein, das geht ganz anders. Die Botschaft ist, und ich erwähne das ja, als, und ich glaube, da sollten wir sehr darauf achten, als nächste Phase, Philip Bobbitt ist da so ein Name, der Staat der Zukunft, soll der sogenannte Informationsmarktstaat, gibt den Menschen nur noch eine minimale Garantie der Selbstentfaltung. Und alles andere liegt mehr oder minder eben bei diesen Märkten, bei diesen neuen, modernen Märkten. Jetzt sagen die Leute, und darum habe ich ja viele Reaktionen aus der Realwirtschaft bekommen, und im Mittelstand,
Mit Recht, ist das eigentlich überhaupt dieses, was immer der Neoliberalismus behauptet, ist das eigentlich ein freier Markt, um was es da geht? Wir erleben in der Informationsökonomie die totale Planung. Fangen Sie bei Google an, bei Amazon. Sind das noch freie Märkte? Ich rede jetzt nicht nur von Büchern. Ich rede vom Prozess der Kreativität. Das ist nämlich Informationsökonomie. Auch hier ein Beispiel. Sie können durch ein E-Book lesen, kann der Verwalter wie Amazon sofort sehen, welche Seiten sie überspringen, welche Kapitel sie lesen, wie viel sie lesen. Ich habe selber mal erlebt, wo dann steht, unterstrichener Satz, das haben 700 Leute gut gefunden. Und wir haben jetzt schon die Phase, wo Bücher umgeschrieben werden, wie im Fernsehen sozusagen mit Quoten, nur machen sie das nicht in Echtzeit, weil man merkt, oh, diese drei Kapitel liest keiner, der Schluss gefällt dir nicht, ist alles schon in der Mache. Wir greifen ein in den Prozess der Produktivität des Geistes selber und das ist nicht mehr freier Markt, das ist geplanter Markt, das muss man sich immer klar machen. Also das will ich ja nun keineswegs in Frage stellen, dass mit all diesen neuen Technologien, Internet, Google, Facebook, dass da immense Risiken drin stecken und dass man da natürlich aufpassen muss, was geschieht. Trotzdem werfen Ihnen ja Kritiker vor, so wie Sie unsere Gesellschaft beschreiben, das ist ein Zerrbild. Mhm. Sie malen das alles in düsteren Phasen, aber die Wahrheit sieht zumindest nach Ansicht dieser Kritiker ganz anders aus. Noch nie haben in Deutschland so viele Menschen eine Arbeit gehabt, noch nie war eine junge Generation so gut ausgebildet, noch nie ging es der alten Generation materiell so gut wie heute und die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt. Also ich finde das mit dem Düster gar nicht so, weil ich finde, das sind auch sehr witzige und das haben ja auch viele Rezensenten gesagt. Zweitens, natürlich müssen Sie eine Provokation auch machen. Wobei das, was Sie jetzt beschreiben, das ist in meinen Augen nicht die Antwort. Natürlich, ja, den jungen Leuten geht es so gut wie nie zuvor, gibt es sicherlich viele. Was ich aber sehe, ist ein Phänomen der neuen Informationsökonomie, die nämlich auch nicht mehr auf Loyalitäten setzt. Zum Beispiel, dass wir eine Generation haben von Kettenarbeitsverträgen, dass Lebenszeitverträge immer seltener werden. Überhaupt die ganze Idee des Lebens, einer stabilen Identität. Ich habe eine Ausbildung, dass das ja auch aus guten Gründen zum Teil in Frage gestellt wird. Man muss es ja prozessual sehen. Man könnte zu jedem dieser einzelnen Punkte sehr viel sagen. Mal sehen, wie es den alten Leuten in 10 Jahren geht und so. Aber sind die Leute denn blind? Also worüber reden wir, wenn wir über Europa reden? Kann ich das nur noch mal versuchen klarzumachen, dass wir das naiv sehen? Wir kriegen heute, an diesem Tag, gucken Sie ins Internet, gucken Sie in die Zeitungen. Wir reden praktisch jede zweite Woche darüber, dass das ganze System kaputt geht. Wir reden davon, dass Europa kaputt geht. Erinnern Sie sich noch, dass es mal als irreversibel galt? Man muss doch mal erkennen, dass hier eine Maschine, denn das ist es, eine Maschine nicht mehr funktioniert. Das ist wie Fukushima. Und wir müssen, das war das, was ich ja gehofft habe, dass jetzt die Ökonomen selber so in die Revision gehen und sagen, was haben wir da eigentlich falsch gemacht? Da sehe ich sehr wenig Ansätze. Sondern wir sehen nur dauernde Reparaturtrupps. Wir waren es doch nicht, ich sage das nochmal, die diese ständigen Ausnahmezustand verkündet haben. Das war die Regierungen Europas. Eine so nüchterne Frau wie Frau Merkel. Und da zu sagen, natürlich geht es gerade uns in Deutschland im Augenblick noch materiell sehr gut. Wir wissen, was in Spanien los ist, was in Griechenland los ist. Was hier versucht wird, oder was ich meine, was ist ja nicht Bosheit, ist ja auch irgendwie eine Überforderung. Wir sind in einer falschen Rationalität, in einer falschen Vernunft, die uns, die digitalen Systeme bringen ganz viel Freude, ganz viel Vorteile, darum sind sie ja so erfolgreich, aber sie haben eben auch den Effekt, dass sie eine Gesellschaft in einer Weise umrudeln, nach einfachen Modellen, die nicht menschlich sind, dass wir echt uns mal überlegen müssen, in welcher Maschine wir da im Augenblick sitzen. Es trifft jetzt ja auch schon den Journalismus. Der Journalismus wird auch ein Hochfrequenzmarkt. Wenn Sie sich wenn Sie sich das anschauen, wie im Augenblick diese Websites zum Teil schon sich entwickeln, auch in Amerika, das geht nur noch nach Klicks, das geht mittlerweile in Echtzeit. Welches Thema ist überhaupt noch relevant, welches nicht? Wer entscheidet darüber? Ist es ein Algorithmus, so wie in der Börse? Oder ist es noch ein Redakteur? Das sind doch Sachen, die jetzt im Prozess sind, die alle ihre Vorteile haben, aber über die man reden muss. Das
jemand den gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft kritisiert, die Art und Weise, wie Märkte funktionieren, das ist ja eigentlich, das gibt es, seit es den Kapitalismus gibt. Was jetzt in Ihrem Fall vielleicht bemerkenswert ist, dass das eben der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen tut, so was wie ein bürgerlicher Leuchtturm. Was sagen denn Ihre Leser dazu? Es ist ja bürgerlich, Herr Schier. Die sind sehr zufrieden, weil Bürgerlichkeit heißt, zu glauben, dass der Mensch aus mehr besteht als seinen Präferenzen. Seine Präferenzen heißt seine Nutzenmaximierung. Es ist mir, er ist mir. Ich will nicht in eine, verstehen Sie, ich will, das sind ja alles Gewohnheitsprozesse. Ich kann es ja mal ganz banalen Weise klar machen. Gucken Sie mal, wenn Sie alles auf einen Begriff bringen, was wir heute diskutieren, also diese Regierungen wollen irgendwelche Märkte beeinflussen, verstehen, wie die Märkte wollen, verstehen, wie die Regierungen ticken. Wenn Sie sehen, was Ihnen diese digitalen Systeme dauernd wissen wollen, was Sie alle tun wollen, ist in Ihren Kopf eindringen. Die Ökonomisierung des Denkens. Also alle wollen immer wissen, was plant er als nächstes, was will er, was er. Und das ist bürgerlich, das nicht zu wollen. Oder zumindest zu sagen, das ist eine Form von Ökonomie, die jedenfalls im europäischen Bürgertum ein Gegengewicht braucht. Bisher haben wir, zumindest ich, immer gedacht, naja, der Frank Schirmacher, das ist einer, der die 68er und ihre Gesellschaftskritik eher langweilig oder gestrig findet. Verzeihen Sie mir, aber Sie klingen jetzt selber wie ein 68er. Ja, die waren ja, also ich würde schon, also ich habe nie Herr Adorno und die Frankfurter Schule immer total faszinierend gefunden. Ich kann Ihnen das sogar noch, ich kann Ihnen noch eine bessere Pointe liefern. Ich war einer, der das auch geglaubt hat. Ich habe 2000, vor allem vor der Dotcom-Blase, da war ich so um die 30, ich fand diese Idee, dass jeder seines Glückes Schmied ist und das ist eine Gesellschaft, dass die habe ich auch geglaubt. Und wo kam dann der Wendepunkt? Naja, das ist evident. Sie sehen ja, was dann passiert ist. Was Sie erlebt haben, war eben nicht die Selbstermächtigung des Einzelnen, sondern ständige Autonomieverluste von Menschen und mittlerweile auch von Staaten. Und dieses, was ja mittlerweile sprichwörtlich geworden ist, diese neue Form der Ökonomie ist tatsächlich eine Winner-Takes-It-All-Ökonomie. Das heißt, wir haben, das sehen Sie ja, dass die Giganten sind hier entstanden. Und solche Lernprozesse darf man ja, wohin sie dann führen. Ich habe auch keine Antwort, was dann. Ich glaube, wir werden am Ende, gerade in Europa, bestimmt sehr gut dastehen, wenn wir es einmal sozusagen verstanden haben, dass das, was man uns als Naturgesetz im Augenblick verkauft, nur eine Interpretation der Wirklichkeit ist. Ich würde am Ende gerne noch mal einen Blick auf die politischen Akteure werfen. Im Prinzip macht doch Angela Merkel dasselbe, wie sie mit der FAZ machen. Sie rückt die CDU nach links, sie rücken zumindest das Feuilleton der FAZ nach links. Also ist das links? Ich weiß nicht. Also ich sage hier dauernd die Worte Vernunft, Bürgerlichkeit und so weiter. Es ist einfach... Merkel räumt Positionen, die nicht mehr zu halten sind angesichts der Situation. Sie räumt auf mit dem Glauben an die Kernkraft. Sie räumt das räume ich ja alles gar nicht. Ich kann es Ihnen wirklich ganz einfach sagen. Ich komme ja aus der Kultur, aus der Literatur. Was ich möchte, sind Menschen, die autonom sind, weil ich selber sein will. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft lesen, wo eine Bank beispielsweise, was ja heute schon passiert, über Facebook-Analysen und meine E-Mail-Analysen, was auch immer, ein Persönlichkeitsprofil von mir entwirft, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, dass ich das sein soll. Ich möchte nicht jemand sein, der von anderen gelesen wird, als ein Wesen, das sich nur von 2 oder 3 Präferenzen zusammensetzt. Angst spielt da übrigens auch immer eine große Rolle. Autonomie heißt, dass man Herr seines Schicksals ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade, wird sicherlich in die Geschichte eingehen, diese Europakrise ist eine Frage darüber, welche Autonomie der Einzelne und Staaten noch haben. Das heißt nicht unbedingt, dass wir mehr Staat brauchen. Aber was wir brauchen, ist mehr politische Entscheidung. Das fängt bei Erwin Teufel an, der das fordert, und endet nicht bei mir. Das ist nicht links, das ist nicht rechts, das ist nicht oben und das ist nicht unten, sondern das ist Aufklärung. Das ist das, was diesen Kontinent groß gemacht hat. Das muss man sich klar machen. Das waren ein paar Bücher und ein paar Gedanken. Und auf der Gegenseite, so würde ich es immer polemisch verkürzen, steht eine Maschine, in der wir alle drin sind, die schon Friedrich der Große wollte. Friedrich der Große baute Spielautomaten aus einem einzigen Grund. Die zeigte er ganz, und die anderen auch, in ganz Europa. Weil die schön waren, so Menschen aus Metall, sondern weil da drin Uhrwerke waren. Und sie wollten den Menschen sagen, der Mensch ist ein Uhrwerk. Der Mensch sollte immer in solche Maschinen eingebaut. Dampfmaschine war ein anderes, das Sicherheitsventil der Dampfmaschine.
Es gab Bücher über den Liberalismus. Erst als das selbstregulierende System da war, sah, oh ja, so funktioniert eine Gesellschaft. Und jetzt sind wir wieder in so einer Maschine und ich sage, okay, Tür auf, gehen wir raus und sagen, das ist eine Interpretation der Wirklichkeit, aber es ist nicht das Naturgesetz. Der Mensch ist anders. In dem Augenblick, wo er es versteht, und das geht nur über Politik, meistens durch eine überzeugende Politik, dass man was dagegen setzen kann, dann ist sofort der Ausweg da. Das war der Dialog heute mit Frank Schirmacher. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schier. Wir sind jetzt noch kurz im...